14 im Sperrgebiet. Kurz darauf erscheint Zwalny erneut. Von Kopf bis Fuß ist sie diesmal bepackt. Es ist kaum zu glauben, wo sie überall die Kalorienbomben an ihrer Uniform platziert hat. Regina hat glücklicherweise eine recht große Gefriertruhe. Mit etwas Mühe findet tatsächlich alles darin Platz. Doch zu früh gefreut, nochmal muss ich laufen. Mit diesen Worten sprintet Zwalny raus, die zweite Ladung zu holen. Zwalny kommt zurück, noch mehr beladen. Regina bläst die Backen auf. Also gut, dann in den Kühlschrank. Ich würde das schon irgendwie. Kurz darauf ist tatsächlich alles verstaut. Ja, Regina ist nun auf Wochen versorgt bzw. ihre Orgie eine echt gute Idee. Zwalny hat es nun eilig los, ihr kommt. Wenn schon leer, auch dann pünktlich. Schnell verabschieden sich Svine und Hinlei. Bart Gara braucht 30 erst länger, dann folgen sie ihrer neuesten Mitstreiterin nach unten. Da steht er auch schon, ihr Geheimtransporter. Dass es sich dabei um ein Tiefkühlkostlieferfahrzeug handelt, hätte sich keiner träumen lassen. Sie steigen ein. Es ist recht eng hier vorne im Cockpit. Bart Gara sitzt auf Hinleis Schoß, Svinok quetscht sich daneben.